Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, wir beginnen natürlich an derselben Stelle, wie wir im letzten Part aufgehört haben. Dass ihr nichts verbasset. Mit Marco und David. Und Servus. So. Entladen, entladen. Was haben wir jetzt hier? Raps. Raps, gut. Dann muss ich ja... Entladen. Dann muss ich ja entladen. Ich muss erstmal zum Hof. Erst einmal zum Hof. Hast aber Zeit. Ja, muss ja erstmal nochmal auf dem Hof beladen. Weil Raps ist ja nicht so eine große Ausbeute. Nee. Hast recht. Hast recht, lass rein strömen. Wen willst du denn reinströmen lassen? Hä? Hä? Lasse. Hä? Was? Apropos Lasse. Hast du von dem mal wieder was gehört? Nee. Nee. Never ever. Never ever. Bin schon nicht traurig. Nee, um Gottes Willen. Ach so, nee, ist ja gar kein Weizen. Doch, falsches Weizen. Ich blöde. Boah. Ey, es ist voll langweilig, wenn man hier am Feld steht und den Kunden zuguckt, gell? Kannst du ja reinsetzen, das Fahrzeug. Ja, toll, das ist ja auch viel spannender. Ja, komm hier, dann... ja, ich kann ja ein Seil an die Düngemaschine binden und hinter mir herziehen. Nee, eher an eine Seemaschine, ja. Ja, wie wär's denn, wenn du da mal... Wenn wir mal Geld sparen und du gruberst selber oder sehst an? Ist so ein Schatten. Was denn für ein Schatten? Ach nee, die Kerle. So, ich muss mal gucken, komme ich eigentlich auch hier zum Händler, wenn ich so lang fahre? Das muss doch voll die Abkürzung sein. Ja. Vorsicht, Bach. Arsch, Arsch, Pimmel. So, die Brücke ist nicht die stabilste, aber sie hat gehalten. Na gut. Was fährst du gerade weg? Weizen. Warum? Nur so. Ja, ich habe jetzt gleich den Rest noch eingeladen. Da noch im Silo war. Ach so. So. Genauso wird es nämlich werden. Ach ja. Boah, Sau, in der Mühle ist ein Krach, das gibt's ja gar nicht. So. Außerdem hätte ich die gar nicht fahren können, weil du hast sie nicht aufgefüllt. Hätte ich wieder zurück gemusst. Nochmal. Die was? Seemaschine. Ja. Ja, die hast du nicht aufgefüllt. Ach so. Tut mir leid. Aber du kannst, wenn du willst, den Hänger zurückfahren. Also den Traktor. Kannst reinhüppen. Ich hol mir nämlich jetzt den Hörlimann. Hehe. Hast du jetzt Geld? Na, 158. Ja, okay. Gleich nochmal ein Gewicht dazu kaufen. Ein Gewicht. Gewicht war ja keins mehr da, ne? Nee. Nehmen wir mal das gesunde Mittelmaß. So, hier unser schöner gemoddeter Hörlimann. Der gute Teil. Marco ist voll, wa? Ich bin ja schon unterwegs. Ein Liter würde noch hinpassen. So, schalten wir mal den Allrad an. Geben den Jungs hier gleich mal. Ach. Allrad an und was war's? Zack, zack. Zack.
fette Bereifung drauf und ab geht der Peter. Das ist echt ein cooles Teil, ey, der Hurlimann. Können wir ja gleich die Geräte wegfahren, wa? Könntest du machen, ja. Also was, den Gruber und den Flug, ja. Fährst du am besten weg, dann lernst du ein bisschen die Karte kennen. Ich hätte es jetzt nicht besser sagen können. Der Töpfer Eich. Was? Ist das der Töpfer Eich? Das hat aber so nett zu mir. Ja. Denn die Rundumleuchte her, ist die vom Truck? Hä? Sind am Hänger unten dran. Die Scheiße, Disco-Beleuchtung. Disco. Die Stücke, Blaubaum, die Stücke. Blaubaum. Entschuldigung, es hat mal wieder kurz ausgehakt. Manchmal ist einfach so. Da hakt halt mal aus. Was? Was? Nix. Was hast du gesagt? Alles schön. Das freut mich. Es kann sich auch nicht ändern, dass es lispelt. Sollst du ja auch nicht. Weil lispelt wird auch zocken. Das gibt Gemetzel. Schieß doch. Was? Schieß doch. Hab letztens Marco erzählt, oh Scheiße, ey, Kenner legt ja solche Baumstämme mitten im Wald. Das ist doch nicht so. Nein! Was macht denn ein Baumstamm im Wald? Na, hier so abgefällt und oh, Schengen. I'm hanging on the stump. I'm hanging on the stump. Tja, scheint noch niemand zu interessieren. Da hab ich schon ein Allrad drin, Mann. Kackwurst, kackende. Kackwurst, kacker. So, wird denn jemand die Güte besitzen? Wie sollen wir das denn machen? Ach. Geht das nicht einfacher? Ist es nur der Traktor oder was ist es? Du hast es nicht mal dran. Mann. Ich versuche hier einfach ein bisschen Realismus reinzubringen. Und was kriegt man dann so als Antwort? Wir setzen doch zurück. Okay, Scotty, Energie, ich beame den Traktor auf den Hof. Mann, ey. Geht doch. Es ist wirklich. Ihr seid sehr böse Menschen. Ich hab gestern, ach so, was ich eigentlich sagen wollte, ich hab gestern den Marco mal so gesagt, warum in holländischen Terroristen nie jemand ernst nehmen würde. Und das fand er überhaupt nicht lustig. Gar nicht. Gar nicht? Nee. Kennst du es? Nee. Ja, würdest du wegrennen, wenn einer in der Menge steht und sagt, ich drücke das Knöpple? Ey, komm, ist nicht schlecht, oder? Geht. Ich drücke das Knöpple. So, soll ich jetzt das Knöpple trinken? Trinke das Knöpple? Juri. Du bist doch lustig, mein Mann. So, warte mal, wie ging's zum Händler? Ach ja. Krampf. Ey, das Beste wäre, man würde so eine farbigen Striche rummachen. Weißt du, so grün, Händler, gelb. Ja, das habe ich aber damals schon gesagt. Warum ey, das jetzt in der Map haben sie schon Wegweiser aufgestellt. Na, wie am Flughafen. Weißt du, so Geld 1, blauen Strich folgen. Geld 2, roten Strich folgen. Ey, nur weil ihr, verstehst du? Ihr euch 9 A4 Blätter ausgedruckt habt und an eurer Wand die komplette Two Rivers Map habt, wisst ihr wie, könnt ihr hier freilich klug scheißen. Ja, jetzt hab ich's nämlich mal verraten. So ist es nämlich.
Nee, so ist es nicht. Ich bin nämlich der, der mit der Minimap da unten spielt, wo man nichts drauf erkennt und die nur halb so groß ist wie die eigentliche. Hm. Aber ist in Ordnung. Passt schon. Macht so weiter. Okay. Ich krieg euch alle! Ich gebuttert, da mach ich Messer. Ich mach dich Messer. Ich brenn dich. Ich brenn dich, ey, Alter. Ich mach dich burn, Alter. So. Oh, ja. Oh, ey, muss ich gleich wieder am Film normal denken. Das war so geil, ey. Das war so geil. Krabbel, ey, vor den Graben drum, ey. Vor das Benzin da rein. Zünder. Kabaum. Boom, Alter. Brutzel. Das war übelst, ey. Da hat's mich so weggedroschen. Es war eigentlich schnell so bei uns. Es war eigentlich, wo das damals. Wann kam der Film? Ich weiß gar nicht. Oh. Boah. Was? Was hast du? Irgendwann in der 90er. Ja, irgendwann in den 90ern. Das war der Kult, oder? Naja. Wie hieß er? Tom Erhardt, ne? Tom Gerhardt. Tom Gerhardt. Ja, Tom Gerhardt. Tom Gerhardt, ey, es war. Der Reiser war das. Aber ich muss sagen, das ist dann abgeflacht, wo dieses Hausmeister. Hause, ja. Ja. Also da hat es dann irgendwie verloren. Vor allen Dingen, wo der Atze dann noch damit gespielt hat und das Nachgeaffe, das war einfach, ich fand das null lustig. Ich finde den, diesen ist der Atze ja, gell? Axel Stein, ne? Axel Stein. Ja, ich finde den zwar so ganz lustig, kann man sich angucken, aber in der Rolle war er fehlbesetzt. Weil dieses Nachgeahme da war irgendwie nicht so lustig, oder? Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich auf meinem Kanal so ein paar neue Rubriken eingerichtet habe, direkt auf der Startseite vom Kanal. Seht ihr zum Beispiel so eine schöne Rubrik, die nennt sich Ask Me. Da könnt ihr einfach mal draufklicken, da könnt ihr mir sämtliche Fragen stellen, alles was ihr wissen wollt. Ich werde es natürlich nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Aber wie gesagt, wenn euch irgendwas interessiert, stellt mir einfach irgendwelche Fragen. Ja, braucht das nicht in die Kommentare schreiben. Könnt ihr natürlich auch, aber könnt man natürlich auch so Fragen stellen. So, bei Ask Me, auf meinem Kanal. Ich gucke auch jeden Tag rein. Krieg sowieso eine E-Mail, wenn mir jemand eine Frage stellt, aber ich gucke auch jeden Tag rein. Und dann gibt es auch gleich eine Antwort. So, des Weiteren wollte ich nochmal am Rande erwähnen. Ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ihr auf meiner Facebook-Fanpage einfach mal ein paar Likes da lassen würdet, dass das ein bisschen in Schwung kommt, weil ich selber war nie bei Facebook angemeldet, habe mich jetzt quasi extra wegen YouTube, wegen dem Kanal, wegen der Community bei Facebook angemeldet. Und habe mir dann auch auf Facebook? Ja, naja, ich habe eine Fanpage gemacht, ne? Fanpage? Eine Fanpage. Page. Das ist nichts zu trinken, da kann man so Likes hinterlassen. So. Und wie gesagt, also wenn ihr David gut findet, mögt, wenn ihr Marco gut findet, mögt, wenn ihr mich gut findet, mögt oder die Videos euch einfach nur gefallen oder was weiß ich, dann schaut einfach mal da vorbei und lasst ein Like da oder schreibt einen netten Kommentar mit rein. Wie gesagt, dass die Sache eben ein bisschen in Schwung kommt. So, und ich schnappe mir jetzt den Gruber. Mit dem Gruber allein in der Halle drin. Oh. Gruber. Dünkst du gerade, David? Bitte was? Dünkst du gerade? Ja. Wisst ihr, Margo, du bist manchmal sowas von unromantisch. Ich bin hier gerade mit dem Gruber so beim heißen Liebesspiel. Oh, fuck, ey. Hängt doch mal den scheiß Gruber an. Das gibt's doch gar nicht, sowas. Siehst du, die Halle ist blöd. Warum haben die Geräte in die Halle gestellt? Das ist doch total zum Kakaoen. So, jetzt haben wir dran. So, Part Ende. Ja.
Partende, wie viel Kohle habt ihr? 5.167. Ich auch. Machen wir 30.000, wa? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel du hast. Na, 20, demzufolge. So, na gut. Ich fahre noch schnell den Gruber weg. Ich würde sagen, das kann ich ja mal so machen. Da müssen wir ja nicht gleich wieder die Aufnahmetaste drücken. Ja, wie gesagt, ich fahre noch schnell den Gruber weg. Und dann sehen wir uns quasi mal gucken. Entweder beim Händler oder oben bei Marco und David wieder im nächsten Part. Und dann geht es ja quasi weiter mit Man. Und verkaufen. Weil wir brauchen Kohle. Kohle. Immer mehr Kohle. Kohle. Tschüss. Naja, ey. Ich, okay, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.